Tote, Raketen, Luftangriffe, die Anerkennung Jerusalems durch Trump hat den Nahostkonflikt angeheizt. Der US-Präsident mahnt zur Ruhe. Die Palästinenserführung will sich beraten. Protest an israelisch-palästinensischer Grenze am 8.12.2017. Quelle: EPA. Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind laut palästinensischem Gesundheitsministerium 2 Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden. Als Reaktion auf Raketenpeskepus aus dem Küstengebiet hatte die israelische Luftwaffe 4 Standorte der radikal-islamischen Hamas angegriffen, wie die israelische Armee in der Nacht zum Samstag mitteilte. 2 Waffenfabriken, ein Waffenlager und ein Militärstützpunkt seien getroffen worden. Bereits am Freitag waren nach palästinensischen Angaben 2 weitere Menschen getötet worden. Nach den Unruhen im Heiligen Land herrscht Sorge vor weiterer Gewalt. Tausende Palästinenser waren nach den Freitagsgebeten in Jerusalem, dem Westjordanland und dem Gazastreifen auf die Straßen gegangen. Sie protestierten gegen die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA. Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga. Der Präsident hat Ruhe und Mäßigung gefordert, und wir hoffen, dass die Stimmen der Toleranz die des Hasses übertönen. Raisha, Sprecher von US-Präsident Donald Trump. Angesichts der Unruhen rief US-Präsident Donald Trump zur Ruhe und Mäßigung auf. Das sagte sein Sprecher Raisha zu Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One, die Trump am Freitagabend, Ortszeit, zu einer Veranstaltung nach Florida brachte. Der Präsident hat Ruhe und Mäßigung gefordert, und wir hoffen, dass die Stimmen der Toleranz die des Hasses übertönen, sagte Shah. Er betonte, dass Trump weiterhin eine dauerhafte Friedensvereinbarung zwischen Israelis und Palästinensern anstrebe. Am Samstag will sich die palästinensische Führung in Ramallah treffen, nachdem Präsident Mahmoud Abbas aus Jordanien zurückgekehrt ist. Auch die Arabische Liga befasst sich am Samstag in einer Dringlichkeitssitzung mit der umstrittenen Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump. Es wird erwartet, dass die Staatengemeinschaft bei ihrem Treffen in Kairo scharfe Kritik an der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels übt. Vor 30 Jahren, Beginn der ersten Intifada, die Hamas hatte die blutigen Unruhen gelobt. Wir arbeiten in alle Richtungen und auf allen Ebenen, um die Entscheidung von Trump zu Fall zu bringen, Jerusalem zu befreien und das palästinensische